Geflüster-TV Pferd International. Wir sind unterwegs und waren auf dem Dressurviereck und haben jemanden beim Reiten zugeschaut, was wir ja öfter tun. Hendrik Lochthofen und Meckles Boston. Donnerstag und Freitag haben wir die Prüfungen mit beobachtet und euch beiden beim Tanzen zuzuschauen ist einfach wunderbar. Wie macht ihr das? Ja, erstmal vielen Dank. Ist natürlich ein langer Weg, bis man da hinkommt, wo wir jetzt sind. Und wir haben zum Glück alle Möglichkeiten, unsere Pferde in Ruhe auszubilden, haben keinen Druck dahinter. Und ich glaube, das spiegelt sich dann am Ende auch wieder. Ja, man hat den Eindruck, ihr beide geht da rein und sagt, wir sind hier und wir legen los. Und auch das Pferd gestern so mit der Siegerehrung, er schaut sich das Publikum an, er ist einfach total gechillt. Wie sieht euer Alltag aus, dass ihr das so toll hier rüberbringen könnt? Also ich versuche den Alltag mit dem Boston so zu gestalten, dass wir einfach unheimlich viel Abwechslung reinbringen. Also das sieht nicht so aus, dass wir jeden Tag hier den Grand Prix zu Hause durchreiten. Wir gehen viel auf die Rennbahn, wir gehen viel ausreiten. Einfach, um ihn bei Laune zu halten, dass er Spaß an dem hat, was wir machen. Und ich glaube, ist uns im Moment ganz gut gelungen und da sind wir auf einem guten Weg. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der Boston meine Erwartungen schon längst übertroffen hat. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass wir mal so weit kommen und dass sich das so umsetzen lässt, unsere Ziele im Viereck. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Aber macht ihr auch so therapeutisch irgendwas? Hast du ein Geheimrezept? Also wir haben zum einen eine Pferdephysiotherapeutin bei uns im Stall, die Pferde betreut, sehr gut betreut, was auch sehr, sehr wichtig ist. Zum anderen arbeite ich mit BEMA zusammen und nutze auch die BEMA-Decke beim Boston vorm Ritt, nach dem Ritt, vorm Ritt für die Durchblutung, dass schon mal der ganze Kreislauf mehr angesprochen wird und auch vor allem nach der Prüfung zur Regeneration. Und da habe ich super Erfahrungen mitgemacht und da glaube ich ganz fest dran. Also das halte ich so bei. Du hast die Veränderungen, also seit wann setzt du ihn ein und wie schnell hast du gemerkt, dass sich was tut? Es ist ja nicht nur körperlich spürbar, sondern du sagst auch die Gelassenheit? Die Gelassenheit, das Wohlbefinden des Pferdes und für mich, man kann sich nie vor Lahmheiten schützen oder vor Verletzungen schützen, aber seitdem ich die Decke habe, ich habe zum Glück noch keine Verletzung gehabt, und das Pferd läuft gut und das ist für mich eigentlich die beste Bestätigung. Er ist erfolgreich unterwegs und in Begleitung mit dieser BEMA-Decke finde ich das eine tolle Sache. Das ist ja eine Auszeichnung für euch beide. Ja? Wenn das Team nicht stimmen würde, mit Unterdrückung kommst du da nicht hin. Du willst ja mit dem Partner Pferd. Ja? Man sagt immer pferdegerechtes Reiten, wobei ich immer sage, das ist so ein bisschen wie ganzheitlich verbraucht und trotzdem stimmt's. Mhm. Ja, von innen zum Strahlen bringen. Und mit dem Pferd zusammen sowas zu erreichen. Was sind so weitere Ziele von euch und wie haltet ihr euch fit? Also erstmal waren die Ziele, Ende letzten Jahres international einzusteigen. Da hat er schon sehr gute Ergebnisse erzielt und jetzt hat er mal einen Grand Prix gewonnen, letztes Jahr auch schon mal. Und ja, ich bin eigentlich froh, wenn das so auf dem Niveau weitergehen würde. Ist ja auch hinterher schwierig, das auf dem Level zu halten. Und da muss man einfach gucken, dass man da den richtigen Weg findet. Ich habe auch das große Glück, einen hervorragenden Trainer an meiner Seite zu haben, den Wolfram Wittig, der mich so gut unterstützt und der uns dahin gebracht hat und der uns auch ganz, ganz viel Selbstvertrauen gegeben hat. Und das wäre sonst, glaube ich, so gar nicht möglich gewesen. Das strahlt hier absolut aus. Wir wünschen euch, wir drücken euch alle Hufe und alle Daumen, dass ihr weiterhin so fit und fröhlich und losgelassen durchs Viereck tanzt. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Ciao. Dankeschön, liebe Zuschauer.